Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Kurs OFU Tech. Heute geht es um ein nicht geringeres Thema als die Freiheit im Hashtag. Und wir werden erstmal kurz erläutern, worum das geht. Ich habe mich hier mal zusammengesetzt mit dem David, der ist hier in Mumble, und Hallo, dem Georg. Servus. Und Hi. wir haben gleich mal den aufstrebenden Hashtag Freiheit als Channel-Namen genommen. Und ja, worum geht's eigentlich? Simon Unge oder Ungespielt, der heißt, glaube ich, auch anders mit Nachnamen, nicht Unge, aber dann irgendwas mit W fällt mir jetzt nicht ein, ist auch nicht weiter wichtig, hat ein Video rausgehauen, in dem er sich kritisch zu seinem, ja, Multi-Channel-Network, also Mediakraft, geäußert hat. Und wir werden das Video hier nicht zeigen, dazu werde ich aber später noch was sagen, warum wir das hier nicht zeigen. Ja, und worum geht's eigentlich? Also er beschwert sich einmal, dass er keine Unterstützung bekommt oder nicht so in der Form, wie er sich das eigentlich vorstellt. Man muss ja dazu sagen, Ungespielt hat nicht gerade wenig Abos und nicht gerade wenig Klicks. Also der Typ macht im Monat rund 20 Millionen Aufrufe auf YouTube. Das ist schon ja, eine große Menge an Holz, und der ist natürlich auch eine Haupteinnahmequelle für das Netzwerk Mediakraft. Und dann hatte er zum Beispiel zusammen mit Dena, und da waren noch ein paar andere YouTuber dabei, diese Longboard-Tour durch Deutschland veranstaltet. Da kritisiert er auch, dass Mediakraft sich einen Scheißdreck darum geschert hat und auch keinen Sponsor an Land gezogen haben. Ich meine, sowas muss ja finanziert werden. Die haben sich dann selber eingesucht, Ungespielt hat auch ein eigenes Management. Ja, und der Oberknaller ist ja, sag ich mal, die Geschichte, dass Mediakraft ihnen mit der Privatinsolvenz droht. Also die haben jetzt einen Rechtsstreit und Mediakraft sagt, ja, wir treiben dich in die Privatinsolvenz. Soweit die Aussage von Ungespielt selber. Das können wir natürlich schlecht sagen, ob Ja. das der Wahrheit entspricht. Mediakraft streitet natürlich alles ab. Wir haben jetzt noch einen kleinen Einspieler vom WDR. Sogar im WDR wurde das Ganze gezeigt. Den werde ich jetzt mal abspielen. YouTube-Star Simon Unge hat sich von seinem Vermarkter Mediakraft getrennt. Als Grund nennt er die Geschäftspraktiken der Kölner Firma. Sie habe seine Videos einfach gelöscht oder keine Sponsorengelder für seine Longboard-Tour eingeworben. Simon Unge, mit bürgerlichem Namen Simon Wiefels, hatte 2 Millionen YouTube-Abonnenten, die sich seine Videos regelmäßig ansahen. Habe jetzt gerade schon so viel Anläufe gebraucht. Ich bin ohne Witz am Zittern. Meine Hände sind ohne Witz so zittrig, denn mit diesem Video treffe ich eine folgenschwere Entscheidung. Diese Worte waren der Beginn eines Erdbebens im Internet. Simon Unge alias Ungespielt möchte Schluss machen mit seinem Netzwerk. In hunderttausenden Tweets diskutiert das Netz seit dem Wochenende eine Grundsatzfrage: Was passiert, wenn die Kreativität eines jungen Menschen plötzlich gegen kommerzielle Interessen eines Unternehmens steht? Denn viele YouTuber sind heute mit Verträgen an die sogenannten Multi-Channel-Networks gebunden. Das sind Vermarkter, die nicht nur Künstler vermarkten, also denen Werbung reinholen, die dann Geld in die Kassen spülen beider Seiten, sondern auch die sich ein bisschen um Künstlermanagement kümmern, um Rechtemanagement, gerade im Internet ist das ja sehr wichtig, Urheberrecht und Co. Und da so ein Full-Service-Paket eigentlich für die Künstler bieten wollen. Und von diesen Netzwerken gibt es inzwischen einige auf dem Markt. Neben Mediakraft zählen zu den größten in Deutschland unter anderem Divimove von Bertelsmann, Studio 71 von ProSiebenSat.1, Endemol Beyond und Tube One. In Köln treffen wir heute Simon Unge. Er ist mit den Bedingungen von seinem Netzwerk Mediakraft nicht mehr einverstanden und fühlt sich erpresst. Ich habe mir schon sehr viel gefallen lassen im Netzwerk, ohne jetzt auf die Einzelheiten einzugehen. Und dann im Endeffekt nochmal so eine krasse Drohung an den Kopf geworfen zu bekommen, dass sie meine Existenz damit gefährden möchten, nur weil ich aus dem Netzwerk austreten möchte oder dann jetzt juristische Hilfe geholt habe, fand ich, ging gar nicht. Mediakraft will sich vor der Kamera heute nicht zu den Vorwürfen äußern. In einer Stellungnahme heißt es: Wenn unsere Verträge nicht eingehalten werden, würden wir unsere Geschäftsgrundlage gefährden. Den Weg vor Gericht hat Ungespielt eingeschlagen. Nun sind wir als Unternehmen gezwungen, diesen Weg mitzugehen. Was ist das also? Ein normaler Streit zwischen zwei Vertragspartnern? Für Beobachter der riesigen Szene steckt viel mehr dahinter. Es war ein historisches Wochenende tatsächlich für eine junge Branche, die sich ja anschickt zu sagen, wir sind eigentlich besser als Fernsehen. Und jetzt so ein bisschen auch einen Dämpfer zu kriegen und die Realität in die Realität zurückgeworfen worden sein. Und ja, auch in der YouTube-Branche gibt es tatsächlich Verträge und es gibt Gesetze und man ist sich nicht immer einig.
Und hier kommt dann Rechtsanwalt Christian Solmecke ins Spiel. Gerade jetzt berät er einige YouTuber, die aus ihren Netzwerkverträgen raus wollen. Finanziell sind es hier Dimensionen von 10.000 bis 20.000 Euro, die monatlich ans Netzwerk fließen. Das heißt, für die YouTuber lohnt es sich hier zu kämpfen, wenn sie mit ihrem Netzwerk nicht mehr zufrieden sind. Und wie geht es mit Simon Unge weiter? Es klingt paradox, weil ich mich selber auf YouTube in der Öffentlichkeit zeige, aber ich stehe nicht gerne so im Mittelpunkt und bin das Thema über so einen langen Zeitraum, über so viele Themen, das ist auf jeden Fall anstrengend. Einen Netzwerkvertrag wird der 24-Jährige so schnell wohl nicht mehr unterschreiben. YouTube-Filme will er aber weiterhin machen. Großen Medien haben darüber berichtet und es gibt auch eine Stellungnahme vom CEO von Mediakraft. Aber zuerst kommen wir erstmal drauf, was ist überhaupt ein Multi-Channel-Network? Ganz kurz erklärt, das ist wie bei einem Plattenlabel, nur halt für YouTube, dass sich da Kanäle zusammenschließen, da wird vermarktet darüber und natürlich verdient das Label an sich auch mit an den Einnahmen, die der YouTuber da hat. Bei Mediakraft sind es zum Beispiel 50%. Also wenn der YouTuber was bei Ungespielt, wir haben das mal so Pi mal Daumen hochgerechnet, 20 Millionen Aufrufe im Monat und das macht dann 7.000 Euro netto für ihn. Da ist die Steuer schon abgezogen und das ist nach dieser Regel, 1.000 Klicks bringen einen Dollar. Na, also das 7.000 US-Dollar hätte man vielleicht sagen sollen, nicht Euro. Die würde er dann netto kriegen im Monat. Und da ist natürlich von Mediakraft sind dann schon mal ist da schon mal Geld abgezogen worden, das dann Mediakraft einstreicht. Also 10.000 Euro verdient Mediakraft im Monat an Ungespielt, wenn er jetzt normale Videos macht, in Anführungsstrichen. Das war jetzt ein ganz normaler Monat, der macht ja Let's Plays, also der hat am Tag, glaube ich, so manchmal 3 Videos oder so. Und so kann man sich das alles so ein bisschen zusammenreimen. Das sind natürlich die Einnahmen von, keine Ahnung, Affiliate-Links zu Amazon oder, keine Ahnung, irgendwelchen Merchandise, T-Shirts, was man halt so hat als YouTuber. Das ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Und da sieht man schon mal, dass da richtig viel Kohle dahinter steckt. Und wer steckt eigentlich hinter Mediakraft? Und da habe ich eine ganz nette Grafik, die werde ich jetzt mal einblenden. Ganz an der Spitze steht nämlich der CEO und das ist ein, ich glaube ein Holländer ist es, wenn mich nicht alles täuscht, der Spartacus Olsen, genau. Olsen, ja. Und dann als Präsidenten ganz bekanntes Gesicht, Christoph Krachten. Die anderen sind dann, gut, Astrid Olsen, das ist wahrscheinlich die Frau von diesem Spartacus und Jan Schlüter ist der Chief Sales Officer. Ja gut, das ist jetzt eher uninteressant. Was noch interessant sein könnte vielleicht, damit ihr mal wisst, wie das noch ein bisschen zusammenhängt, ist, dass Philipp Laude, das ist der Phil von YTitty, dass der neben seinem Kanal auch, was ist der? Gesellschafter, glaube ich. Gesellschafter bei, genau, das kann sein. Ja, dass er Gesellschafter bei Mediakraft ist. Also der hängt da auch eigentlich finanziell mit drin und hat da natürlich auch gewisse Entscheidungsgewalt mit in diesen Konzernen. Und Mediakraft ist ein Riesenkonzern. Die haben im letzten Jahr, haben die Investoren in Millionenhöhe, haben die da bekommen, Gelder, die sie natürlich auch verwalten. Und die Investoren, was die natürlich wollen, ist ja ganz klar, dass sich das Geld vermehrt. Und da ist ja schon wieder dieser Knackpunkt, wo ich dann sage, das gefällt mir eigentlich nicht so gut an einem Netzwerk, dass die Investoren praktisch den Content mehr oder weniger bestimmen, weil das Netzwerk wird natürlich alles tun, damit die Partner Videos produzieren, die möglichst viele Aufrufe generieren. Und da ist es dann scheißegal, welches Thema und da ist es dann scheißegal, wie aufwendig das ist. Hauptsache, das bringt Klicks und das ist schon mal so ein Kritikpunkt. Ja, ich würde sagen, wir blenden jetzt nochmal das Statement von den Spartacus Olsen ein und dann kriegt er gleich mal mit, wie sich versucht, Mediakraft da so ein bisschen rauszuwinden aus dieser ganzen Angelegenheit. Der Videomacher Simon Unge, auf YouTube bekannt als Ungespielt, hat mit uns eine juristische Auseinandersetzung begonnen. Das bedauern wir sehr. Wir hätten uns gewünscht, diesen Streit auf eine andere Weise beilegen zu können. Vor gut einem Jahr haben wir uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt, mit klaren Vertragsregeln, die keine Fragen offen lassen. Wir halten uns daran und sind deswegen begeistert, dass wir zu einer Steigerung der Reichweite von rund 12 Millionen auf bis zu 30 Millionen monatliche Videoabrufe und einem Zuwachs von 1 Million Abonnenten seit Beginn der Partnerschaft aktiv beigetragen haben. Nun ist es so, dass Simon Unge einen gültigen Vertrag unterschrieben hat.
der nicht einseitig aufgehoben werden kann. Viele Leistungen, die wir Simon Unge angeboten haben, Zahlung sämtlicher Leistungen für den Besuch bei der VidCon in den USA, Finanzierung eines Roadtrips durch Europa mit befreundeten YouTubern, Hilfe bei der Organisation der Longboard-Tour, hat er ausgeschlagen. Darüber hinaus ist es falsch, dass Mediakraft Networks ungespielt bei der Longboard-Tour nicht unterstützt haben soll. Er hat ein Product Placement in fünfstelliger Höhe angeboten bekommen. Dennoch hat er, nicht vertragsgemäß, ein Vermarktungsangebot eines Wettbewerbers von Mediakraft angenommen. Eine gleichzeitige Vermarktung über Dritte schließen wir nicht aus. Sie muss aber in Absprache mit uns erfolgen und geregelt werden. Und das ist bei Simon Unge nicht passiert. Damit schädigt er das gesamte Netzwerk mit allen Mitarbeitern und Partnern. Mediakraft Networks hat eine Verantwortung für seine Mitarbeiter und Vertragspartner. Wenn unsere Verträge nicht eingehalten werden, würden wir unsere Geschäftsgrundlagen in verantwortungsloser Weise gefährden. Den Weg vor Gericht hat ungespielt eingeschlagen. Nun sind wir als Unternehmen gezwungen, diesen Weg mitzugehen. Mediakraft als führendes Multi-Channel-Netzwerk in Deutschland investiert viel in seine Partner. Das ist die Basis unseres Geschäfts. Doch es gelten Regeln, an die sich alle Beteiligten zu halten haben. Ungespielt hat in seinem Video Kritik an Mediakraft Networks geäußert. Wir nehmen diese Kritik sehr ernst. Wir arbeiten tagtäglich daran, die vielen Services, die wir unseren Partnern bieten, auszubauen. Wir helfen unseren Partnern, Reichweite aufzubauen, damit sie eine langfristige Perspektive als Online-Videomacher haben können. Wir unterstützen bei Produktion und Kreation von neuen Inhalten. Wir schützen die Inhalte unserer Partner und wahren ihre Rechte auf den verschiedenen Plattformen. Auch Ungespielt hat von diesen Leistungen profitiert. Zahlreiche Partner bekunden ihre Zustimmung zur Mediakraft und bedanken sich für die Unterstützung, die sie in unserem Netzwerk erhalten haben. Wir haben vielen Künstlern dabei helfen können, ihren Weg auf YouTube zu gehen und sich als erfolgreiche Entertainer zu etablieren. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Wir stehen hinter unseren Partnern und wir werden sie weiter dabei unterstützen, mit ihrer Arbeit Millionen Zuschauer zu erreichen zu können. Wir bedauern diesen Streit und hoffen auf ein schnelles, gütliches Ende. Spartacus Olsen, CEO von Mediakraft Networks. Ja, jetzt habt ihr das Statement vom Chef mal mitbekommen. Also er streitet alles ab. Er meint auch, dass er praktisch angefangen hat mit dieser Rechtsstreiterei. Und man weiß natürlich nicht, was echt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn jemand schon so in die Öffentlichkeit geht, ich meine, dann kann ja da nur die Wahrheit dran sein. Weil würde der lügen und es kommt raus, davon ist auszugehen, dass sowas dann rauskommt, dann würde der sein Lebtag keinen Fuß mehr auf YouTube kriegen. Also das ist so meine Meinung zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie das der David sieht. Ja, also ich sehe das halt auch. Also sagen wir es mal so. Ich denke mal, er ist sich schon ziemlich sicher bei dem, was er sagt. Weil wenn er da jetzt irgendwas rausbläst, was vielleicht dann auch im Nachhinein doch mal gegen ihn verwendet werden kann, weil ich meine, wenn er jetzt da irgendwelche Sachen behauptet, die nicht stimmen, dann macht er zu einem sich eigentlich total das Grab, weil spätestens dann, wenn das rauskommt, dann werden die Fans, die ihm eigentlich noch geglaubt haben und auch ihm eigentlich treu waren, dann ja auch merken, hey, der hat ja eigentlich die Fakten dann doch ein bisschen verdreht. Jetzt haben wir alle so hinter ihm gestanden und es ist dann natürlich auch nicht so einfach. Also ich denke schon, dass er da ziemlich sicher ist, was er sagt oder es gut bedacht hat, was er sagt. Also da bin ich mir schon sicher darüber. Aber das ist auch ein mutiger Schritt, sag ich mal, weil ich nehme mal auch an, dass die Anwälte oder sein Anwalt von Simon, der hat ihn wahrscheinlich vor so einem Schritt auch abgeraten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Anwalt gesagt oder dass es abgesprochen war. Weil die meisten Anwälte, die sagen ja bloß nichts in der Öffentlichkeit. Das kennt man zum Beispiel von Gerichtsprozesse, die zum Beispiel der Holger Kreimeier von Fernsehkritik mit RTL führt oder so. Der hat ja auch schon mal gesagt, sein Anwalt hat gesagt, möglichst wenig in der Öffentlichkeit drüber reden und ganz vorsichtig mit den Äußerungen. Und da hat er ja schon ganz schön, sagen wir mal, auf die Kacke gehauen. Was haben wir noch vergessen?